In dem heutigen Video zeige ich dir, worum es geht, wenn du ein Färbeholz konstant und gut vom Boden treffen möchtest. Hallo, mein Name ist Christoph Bausek und ich bin PGA Professional im Golfclub in St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du das möchtest, würde ich dich bitten, hier unten meinen Kanal zu abonnieren und die Notifikationsglocke zu drücken, damit wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Es kann ein riesiger Vorteil sein, wenn man das Färbeholz vom Boden trifft. Jedoch machen viele Hobbygolfer hier gravierende Fehler und verstehen nicht, worum es wirklich geht. Als allererstes musst du verstehen, dass du das Färbeholz nicht von jeder Balllage spielen kannst. Es ist schon so, dass der Ball wirklich gut liegen muss. Wenn der Ball zum Beispiel etwas tiefer liegt in einem Raff oder das Fairway nicht gemäht wurde und der Ball daher tief liegt, ist es sicherlich kein optimaler Schläger, denn ich habe dann zu viel Gras zwischen Ball und Schläger, um einen guten Kontakt herzustellen. Darum das allererste, was du machen solltest, ist, checke, ob der Ball perfekt liegt, im Prinzip so wie er hier liegt. Bevor wir jetzt anfangen mit dem Färbeholz zu schlagen, solltest du verstehen, dass das schon ein Schlag ist, der nicht ganz so einfach ist. Ja? Man muss schon eine gewisse Grundstruktur haben, man muss schon einen Schwung haben, der ja, zumindest mit dem Eisen einigermaßen gut funktioniert. Wenn dem der Fall ist, dann kannst du ohne Probleme mal dich darüber wagen, ein Holz vom Fairway zu schlagen. Was du verstehen solltest, ist, dass du bereits eine gewisse Schlägerkopfgeschwindigkeit dem Ball präsentieren solltest. Wenn du zum Beispiel ein Färbeholz, das ja relativ wenig Loft hat, mit zu wenig Geschwindigkeit schlägst, dann wird der Ball nicht wirklich hoch starten und du hast nicht wirklich einen Vorteil. Daher ist es gar nicht so ein toller Vorteil, ein Dreierholz von Beginn an zu spielen. Die meisten Golfer werden sich leichter tun mit einem Fünferholz oder sogar mit einem Siebenerholz. Tatsächlich ist es so, dass ein Fünferholz nicht wirklich viel kürzer fliegt als ein Dreierholz. Nein, im Gegenteil, die meisten Hobbygolfer schlagen ihr Dreierholz gleich lang oder sogar gar kürzer als ein Fünferholz. Der einzige Vorteil, den man haben kann, ist, dass der Ball länger rollt mit einem Dreierholz. Daher empfehle ich Dreierhölzer wirklich nur bei Golfern, die eine gewisse Grundgeschwindigkeit haben. Außerdem ist das Dreierholz sehr schwer zu treffen im Verhältnis zu einem Fünfer- oder Siebenerholz. Also bitte bei der Holzwahl auch daran denken, dass du genug Loft hast. Sprechen wir gleich weiter vom Loft. Das ist auch ein Riesenfehler, der gleich von Beginn an bei vielen Golfern gemacht wird. Du hast ja nur bei so einem Fünferholz 18, 19 Grad Loft. Und wenn du nun beginnst, den Schläger auf den Boden zu legen und du das Griffende zu weit nach links gibst, dann hast du sehr schnell deine 18, 19 Grad Loft auf 0 Grad Loft reduziert. Und jetzt wird der Ball gar nicht steigen. Daher ist es ganz, ganz wichtig, dass du von Beginn an das Holz so hinlegst, dass er mit der vollen Sohle am Boden liegt. Wenn er mit der vollen Sohle am Boden liegt, dann hast du hier einen Loft und der Ball kann in die Höhe gehen. Der Loft ist der Hauptgrund, warum der Ball fliegt. Das musst du immer verstehen beim Golf. Und gerade beim Färbeholz ist es ganz, ganz wichtig, dass du ihn wirklich schön auflegst. Das heißt, wenn du mir jetzt zuschaust hier im Setup, siehst du, dass ich den Schaft gar nicht so weit nach links geneigt habe, sondern er steht relativ neutral hier und ich präsentiere genug Loft zum Ball, damit er schön abheben kann. Nachdem du jetzt das Holz mit genügend Loft hingelegt hast am Boden, machen jetzt viele Hobbygolfer immer denselben Fehler. Ich sehe das wirklich, glaube ich, fast jeden Tag. Und zwar, dass sie jetzt die Schlagfläche zudrehen. Das heißt, die Schlagfläche schließen. Wenn du die Schlagfläche schließt, dann wird aus dem dynamischen Loft wieder ein Null-Loft, also kein Loft, und der Ball wird nicht in die Höhe gehen. Das Schließen der Schlagfläche, glaube ich, passiert deswegen, weil viele Angst vor dem Slice haben. Und viele verfolgen hier eine falsche Strategie. Sie denken sich, ja, jetzt schließe ich die Schlagfläche, um den Ball eben nicht slicen zu lassen, was erstens überhaupt nichts bringt und zweitens leider auch den Loft tötet und der Ball kann nicht abheben und der Ball wird eigentlich dann nur flach weggehen. Am meisten profitieren meine Schüler davon, wenn ich ihnen sage, dass sie den Schlägerkopf nicht geschlossen hinlegen sollen, sondern gerade und wenn etwas ist, sogar ein klein wenig offen. Der Hobbygolfer hat meistens gar nicht so hohe Schlägerkopfgeschwindigkeiten. Das heißt, auch wenn tatsächlich die Schlagfläche ganz leicht nach rechts verkantet ankommt, wird der Ball nicht stark aus der Richtung gehen. Vielleicht wird er ein klein wenig slicen, aber er wird
vor allem steigen. Und der Vorteil ist, wenn die Schlagfläche ein klein wenig offen ist, ich meine nicht extrem offen, ich meine wirklich nur von der Idee her, dann habe ich auch unten dann die Sohle hier, die ich dem Boden präsentiere und der Schläger kann schön abprallen. Sobald der Schläger geschlossen ankommt, also nach links verkantet ankommt, dann siehst du, dass die Sohle verschwunden ist, die Sohle ist in der Luft hier und die Kante hier ist tief unten und die wird sich im Boden eingraben. Das heißt, du wirst auch Kontaktprobleme bekommen. Das heißt nochmal, mir ist lieber, jemand hat die Schlagfläche ein klein wenig zu offen, dass der Schläger schön vom Boden abprallen kann, ich genug Luft habe, als geschlossen. Und ich glaube, wenn ich jetzt im Golfunterricht bin und ich lasse 10 Hobbygolfer Färbehölzer schlagen, sind mindestens 9 geschlossen mit der Schlagfläche. Ich würde dich bitten, dass du das auch bei dir kontrollierst, ob die Schlagfläche nicht zugeschlossen ist. Also gerade oder leicht offen. Wichtig ist, dass die Sohle plan am Boden liegt. So, jetzt haben wir es geschafft, dass die Schlagfläche gut am Boden liegt, der Schaft nicht zu weit nach links geneigt ist. Und jetzt bitte solltest du verstehen, dass bei einem Färbeholz es absolut kritisch ist, dass du auch den Boden triffst und nicht nur den Boden triffst, wo du den Boden triffst. Viele Hobbygolfer hauen viel zu früh in den Boden hinein hier und das kann natürlich nicht funktionieren, wenn das zu extrem ist. Wenn es ein bisschen rechts vom Ball ist, kann das funktionieren, deswegen hast du ja die Sohle am Schläger. Aber du willst auf alle Fälle etwas Bodenkontakt erzeugen, am besten genau unterm Ball. Das heißt, wenn ich jetzt mich hierher stelle und das simuliere und mich daneben hinstelle und jetzt ein paar kleine Schwünge mache, möchte ich mit so einem kleinen Schwung es schaffen, dass ich hier circa auf der Höhe des Balles den Boden treffe oder vielleicht sogar etwas links davon. Ganz schlecht wäre, wenn ich beginnen würde, bei meinem Probeschwingen hier hinten rechts reinzuschlagen. Du musst verstehen, dass bei einem Färbeholz es so ist, dass auch dieses leicht abwärts geschlagen wird. Es ist nicht dieselbe Idee wie beim Treiber, wo du versuchst, den Ball in der Aufwärtsbewegung zu schlagen. Nein, du willst ihn eher wie ein Eisen schlagen. Ich sage nicht wie ein Eisen, aber eher von der Idee her leicht abwärts. Das heißt, du musst auch verstehen, dass du vom Setup her dich so anpassen musst, dass du mit dem Oberkörper auch ein klein wenig mehr links bist und nicht so stark nach rechts geneigt, dass du vielleicht ein klein wenig Gewicht schon am linken Fuß hast. Nicht zu viel, aber ein klein wenig, ist nicht schlecht. Dass du im Aufschwung nicht beginnst, wieder deinen Körper nach rechts zu bewegen. Die typischen Sachen, wenn ein Ball am Boden liegt. Und schaust, dass du wieder sehr zentral drehst. Und wie gesagt, das ist eine sehr, sehr gute Übung, dass du dich eben hier herstellst, ungefähr auf Höhe des Balles und versuchst, ein paar kleine Schwünge zu machen. Zuerst gehe ich mit Gewicht ein bisschen nach links und versuche hier ein paar Mal den Boden zu treffen auf der richtigen Stelle. Ich mache nur kleine halbe Schwünge. Erst dann, wenn du es geschafft hast, den Boden auf einer guten Stelle zu treffen mit einem ganz einen zarten Divot, dann ist es an der Zeit, dass du mal versuchen kannst, mit einem halben Schwung den Ball zu schlagen, damit du mal einen Kontakt erzeugst. Ich glaube, das Allerwichtigste am Anfang ist, dass man einmal lernt, einen Kontakt zu erzeugen und jetzt gar nicht so auf Länge geht, weil das kannst du immer noch steigern, aber das mit dem Kontakt ist etwas, was am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig ist zu lernen. Und mit so halben Schwingen kannst du hier eben sehr viel erreichen. Sehr, sehr kritisch beim Färbeholz ist es auch, wo du ihn auf der Schlagfläche triffst. Ich meine jetzt im Verhältnis, ob du ihn auf der Spitze triffst oder mehr hier auf der Ferse. Du wirst nur einen guten Kontakt haben, ein gutes Gefühl haben, wenn du ihn nahe des Sweet Spots triffst. Und das ist etwas, was vielen Hobbygolfern wahnsinnig schwer fällt natürlich. Gerade deswegen, weil der Schläger sehr, sehr lang ist und man schon etwas Ehrfurcht hat, dass man den Ball überhaupt mit so einem Riesending vom Boden spielt. Nichtsdestotrotz solltest du auch wirklich darauf fokussieren, dass du den Ball hier in der Mitte treffen möchtest beim Schwung, beim Schlag. Ich glaube, dass da viele Hobbygolfer einfach wirklich vergessen, dass das wichtig ist. Und es passiert nicht von selber. Das ist eine Fähigkeit, die muss man als Golfer lernen. Es ist nicht so im Golf, dass du einen super perfekten Golfschwung lernst und dann davon ausgehen darfst, dass du den Ball in der Mitte automatisch triffst. Ich glaube ganz fest daran, dass das etwas ist, was man als Golfer als Fähigkeit lernen muss, extra lernen muss, abgesehen von der Technik. Und wenn du jetzt eine Aufmerksamkeit hast, dass du den Ball eben in der Mitte treffen möchtest, wirst du tatsächlich irgendwann einmal den Ball häufiger in der Mitte treffen. Das gilt jetzt nicht nur beim Färbeholz, sondern auch bei allen anderen Schlägern. Aber gerade beim Färbeholz ist es so wichtig, dass man den Ball in der Mitte trifft. Und ich möchte auch, dass du wirklich auch einen Fokus drauf legst,
dass du das machen möchtest. Und auch wenn ich jetzt hier so kleine halbe Schwünge mache, so wie ich es dir vorher eben gezeigt habe, dann achte ich auch darauf, wenn ich hier wieder zurückkomme in Zeitlupe, dass ich auch schaue, aha, das ist korrekt. Ich möchte hier nicht am Schaft vorbeikommen oder hier auf der Spitze die Hände einziehen oder irgend sowas. Ich mache bei meinen kleinen Probeschwüngen auch hier eine Kontrolle, ob ich ungefähr auch auf Mitte Schlagfläche vorbeikomme. Und wenn ich hier meinen imaginären Ball hier vorstelle, kann ich hier so wieder Probeschwünge machen und schauen, ob der Schläger auch auf der richtigen Stelle vorbeikommt. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier vorbeikomme, also viel näher zu mir oder viel weiter, dann ist es meistens so, dass das mit einem echten Ball nicht funktionieren würde. Und das Wichtige ist dann auch hier, dass viele Hobbygolfer sagen, ja, mein Probeschwung funktioniert so gut, ich habe so gutes Gefühl, und wenn ich den Schlag mache, funktioniert es gar nicht. Das ist wahrscheinlich genau der Grund, warum es dann eben nicht funktioniert, weil man eben bei einem Probeschwung nicht darauf achtet, aber bei einem Schlag ist das sehr, sehr kritisch. Also der Ball bestraft dich sofort, wenn du nicht mittig bist. Also wirklich einen Fokus drauflegen. Was du auch verstehen solltest, ist beim Fairway-Holz, dass extreme Schwungpfade nicht optimal sind. Was meine ich damit? Wenn ich zum Beispiel den Schlägerkopf extrem stark von außen nach innen schwinge oder auch von innen nach außen schwinge, ist das Problem, dass ich den Boden auf keiner guten Stelle treffen werde. Und es ist auch so, dass ich keinen guten Kontakt bekommen werde. Das heißt, wenn du kämpfst mit einem starken Slice oder mit einem zu starken Hook, dann ist es auch häufig so, dass der Kontakt mit dem Fairway-Holz schlecht ist. Und da gilt es hier nun, den Schwungpfad etwas zu neutralisieren. Und da empfehle ich dir dann auf alle Fälle, dass du da mit einem PGA-Professional arbeitest an deinem Schwungpfad, an deinem Eintreffwinkel, damit das auch gut funktioniert. Ich habe vorhin erwähnt, wie kritisch es ist, dass man mit dem Körper auch stabil in der Achse dreht und nicht zu viel Bewegung nach rechts hat. Und ich habe hier ein Video gemacht, wo ich mich über die Körperdrehung etwas genau unterhalte und worauf es wirklich ankommt. Bitte schau dir als nächstes dieses Video an, das ist auch für das Fairway-Holz wahnsinnig wichtig. Also ich hoffe, wir sehen uns dann gleich auf der anderen Seite drüben. Tschüss!